Ich habe doch auch schon einen zuverlässigen Heli, mit dem ich immer wieder rumflyen kann. Und zwar hier mein Pilotenass-Helikopter. Ein bisschen Helikopter suchen mit meinem Helikopter. Ich bin mir sicher, da schaut ihr jetzt auch ganz genau drauf. Und vor allem kann ich mich dann auch mal wieder darum kümmern, diese Flugzeuge, wenn mir eins in den Weg kommt, einfach mal abzuknallen. Ich glaube aber fast... Also ich gehe nicht zu dem, was am nächsten ist, sondern zu dem Feuerwachturm. Ich habe da so ein Gefühl, vielleicht auch der Ausguck, weil der am weitesten weg ist, dass es da sein könnte. Aber ich gehe einfach mal meinem Gefühl nach und das sagt mir hier der Feuerwachturm. Da sollte ich als erstes hinflyen und einfach mal Logi Logi machen. Einfach mal schauen, wie es da so aussieht. Ach, guck mal hier, da haben wir es ja. Das ist toll. Was ist mit den Leuten hier los? Diese Flugzeuge. Das meine ich so ein bisschen mit diesem... Also ich weiß, die Peggys sind crazy drauf, aber dass sie da einfach in einen reinfliegen. Ich habe zwar gleichzeitig auch drauf geschossen, aber dass sie da einfach in einen reinfliegen und ich so dann hier nochmal rumfliegen muss, wie der letzte Heino, das muss dann nicht sein. Deswegen, ich freue mich auch wirklich darauf, innerhalb der nächsten 2-3 Folgen, schätze ich mal, dann hier diese Region zu beenden und in eine neue reinzugehen, in der ich dann wieder am Anfang stehe und nicht die ganze Zeit genervt werde. Einfach weil ich noch nicht so eine große Bedrohung darstelle. Ich bin im Suchgebiet. Da ist tatsächlich der Pilot. Schätzchen, wenn du eine Pilotin siehst, fliegt sie nicht meine Tulip. Schalt die Verräterin einfach aus und such weiter. Also zumindest... Das ist doch eigentlich... Also das ist eigentlich ganz... Ja, jetzt haben sie es doch bemerkt. Ich muss hier hoch. Ich wollte es stealth-mäßig machen. Aber dann halt nicht. Oh, 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 oh. Damage, 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 Damage. Ganz viel mieser Damage. Hier ist was. Hier kann ich was lesen. Prepper-Notiz. Irgendein Lager. Hey, hoffentlich geht's Ihnen gut. Nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwanzter Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen. Ein verwanzter Typ sitzt da hinterm Knüppel. Das geht natürlich gar nicht. Das kann ich vollkommen verstehen. Es reicht. Kinas. Ihr müsst damit aufhören, immer so einen miesen Stress zu machen. Na, dann wird's wohl das sein, was am weitesten weg ist. Wo hab ich denn meine eigene Tulip gepackt? Da unten, guck mal, wie schön. Wie schön mein Helikopter da in der Weite steht. Einfach ein Bild hier, oder? Das ist ein Bild hier auch mit dem Elch nebendran. Ist ein absolutes Bild. Für die Götter. Zum Ausguck geht's dann jetzt. Faith hat sich auch schon länger nicht mehr gemeldet. Faith ist noch kein einziges Mal aufgetaucht in dieser Session. Gut, sie hat auch beim letzten Mal einen Dialog. Da ist das Elend, ne? Hier, haben wir damals befreit. Sie hat auch im letzten Dialog gesagt, ab sofort wird es keine Einmischung mehr geben, keine Gnade. Also vielleicht hat sie jetzt echt von diesem Kurs vollkommen abgesehen, uns noch irgendwie bekehren zu wollen, sondern bereitet sich jetzt nur auf eine endgültige Konfrontation zu, wie auch immer die aussehen wird. Ich muss sagen, ich habe, gerade wenn ich mal Thumbnails erstelle oder irgendwas google oder allgemein mich eigentlich auf YouTube auch mal rumtreibe und dort irgendwie Far Cry oder sonst was man mal sucht oder was anschaut, es ist leider heutzutage ja sowieso sehr schwer, sich nicht spoilern zu lassen. Das heißt, ich habe noch ein paar Bilder und Screenshots aus dem Bliss im Kopf, die wir bisher so noch gar nicht gesehen haben. Kann aber zu großen Teilen auch Sachen sein, für die wir uns einfach nicht entschieden haben. Zum Beispiel, falls es ja immer noch wirklich die Möglichkeit gibt, den Marshall da nicht aus dem Bliss rauszuziehen. Aber vielleicht kommt das auch alles noch. So. 3 von 5 Drogentrucks. Oh, wir sind so knapp
Wir sind so knapp davor, Leute. Ja. Das macht Freude. Ich lande hier jetzt noch beim Ausguck. Aber es sieht nicht so aus, als befindet sich da irgendwas. Oh, außer... Sag mal! Ein Vielfraß in Angels Gestalt. Ein Engelchen. Vom Aussichtspunkt aus soll ich also den Helikopter finden. Vielleicht muss ich auch wirklich alles besuchen. Ist er das? Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Tu bloß meinem süßen Heli nicht weh. Ich tue ihm sowas von nicht weh. Ich denke mal, der Helikopter wird da landen. Das ist auch zu Fuß erreichbar. Da muss ich nicht in meinen eigenen Helikopter. Tulips diebischen Piloten. Den soll ich fertig machen. Da ist ein Schnipper. Will man jetzt nicht von erwischt werden, ne? Tippitoppi. Jetzt gibt's zwar leider wieder so ein bisschen Action. Was heißt leider? Och nee. Das hätte ich mir ja denken können. Oh, das ist so einer. Oh, das ist so einer. Oi, 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 oi. Das ist so einer. Hallo. Schleunigst mal mit reagiert. Jetzt fliegt die hier weiter durch die Weltgeschichte. Das war sehr suboptimal gemacht von mir. 2500 Meter entfernt? Nein. Ist da hinten. Aber fliegt... Ist auch da gelandet? Ja. Ist einfach weiter unten jetzt gelandet. Dann muss ich da wohl auch snippern. Ich brauche unbedingt mal wieder einen Scope für meinen Snipper. Und der diebische Pilot rennt hier jetzt auch rum. Rennt auch wunderschön auf mich zu. So. Jetzt muss ich nur noch den Helikopter übernehmen. Kurz nochmal weggeflogen. Oh, warte, hier kommt wieder einer meiner allerliebsten Freunde. Bei denen man lieber mit Explosivwaffen rangeht. Molotow. Irgendwas. Irgendwas, was wirkt, bitte. Dann vielleicht doch eher der Annäherungssprengstoff. Komm, komm mal näher her jetzt. Hier, näher ran. Komm, komm mal durchs Feuer durch. Sieht nicht so aus, als... Als will die Person das tun, was ich will. Verbrennt lieber. Was machst du da? Du krümmst dich endlich zusammen? Ich habe hier Annäherungssprengstoff hingelegt. Es würde mich freuen, wenn wir den auch gemeinsam nutzen. Komm mal her jetzt. Also mit meinem aktuellen Sniper bin ich nicht zu 100% zufrieden. Ah, jetzt soll er das was gleich werden, oder? Annäherungssprengstoff, komm, 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 komm. Ja. Hättest du mal gucken sollen, wo du hinläufst. Diese Gepanzerten sind echt immer noch ziemlich krass. Da muss man eigentlich wirklich immer drauf achten, dass man hier sowas wie Dynamit ausgewählt und bereit hat. Weil gerade den Sprengstoff durchschalten, das kann dann schon mal chaotisch werden. Im Fight. Und guck mal, hier liegt nochmal so einen kleinen Rucksack, um dass die alle ihre Rucksäcke vergessen. Als wären sie beim Wandern überfallen worden. Da ist... Das ist doch hier schon... Das ist jetzt aber ein bisschen unlogisch. Das ist mein... Nee, ich dachte, das wäre die Tankstelle, die ich schon eingenommen hätte. Deswegen wäre es unlogisch gewesen,
dass da sich Peggys befinden, weil es ja schon ein Außenposten von mir ist. Oi, oi, oi. Das ist aber auch schick, du. Das kann sich auch schon, also sieht sehr selbst zusammengebaut aus. War vielleicht vorher auch mal tatsächlich pink, was mir sehr sympathisch ist. Ich bringe Adelaide's Helikopter dann mal zurück. Beim Yachthafen und... Sobald du mit allem fertig bist, bringst du mir meine Tulip, ja? Und falls du unterwegs was siehst, was dir nicht gefällt, dann lass ruhig die aufmontierten Geschütze sprechen. Die Dinger haben mehr Bums als ein Elch in Brunft. Ein Elch in Brunft, so mag ich das. Ich muss den ja bestimmt auch ganz abliefern. Also vermute mal fast, wir könnten auf den 2,5 Kilometer noch so ein bisschen Probleme bekommen. Und was der Heli leider nicht hat, sind die fetten Raketen, die mein Heli hat. Ja, das sieht ganz... Guck mal hier. Das sah kurz schon sehr knapp aus. Ich glaube, hinter uns ist auch was. Und hier ist das wieder so ein Drogenkonvoi. Müssen wir hier kurz wieder aufladen. Das sieht mir nur nach so einem Konvoi aus, den ich die ganze Zeit machen soll. Und ich wurde irgendwie mega getroffen. Oh, joi, joi. Das ist gar nicht gut. Ich habe mich hier zu lange aufgehalten. Ich bin im kompletten Tiefflug. Und dadurch ist freundlicher Luftraum gescheitert. Mamma mia. Ach so, die feuern mich auch richtig mit Scharfschützengewehren und so ab. Das heißt, da muss ich einfach Gas geben. Sag mal, geht's noch? Ich darf nicht anhalten. Ich muss die Helikopter platt machen, aber ich darf absolut nicht anhalten. Und irgendwie mich umschauen, dass ich den Rest auch platt mache. Mir wird hier suggeriert, ich sitze in einem fliegenden Panzer. Dabei sitze ich in einem Papier-Helikopter. Das erinnert fast schon so ein bisschen an so eine ätzende GTA-Mission, an der man sehr, sehr häufig mit sehr, sehr viel Freude scheitern kann. Startet der Helikopter denn hier links von meiner Seite so oder so? Vielleicht muss ich einfach nur eine Route wählen, die möglichst relaxed ist. Das heißt, andere Gebiete. Ja, hier startet jetzt zumindest gerade nichts. Einfach Gebiete der Peggys umfliegen, statt drüber zu fliegen. Weil das ist wie damals mit dem Widmenmacher. Das ist halt ein Fahrzeug. Das würden die natürlich gerne behalten. Können aber auch mal so ein bisschen mehr Gas geben. Ah, ich kann so auch so ein bisschen, also wenn ich noch ein bisschen auf die Leertaste hämmer, so ein bisschen mehr steige, dann geht es ein bisschen schneller, minimal. Wehe, die 1000 Meter hier werden jetzt nichts. Oder kommt wieder irgendjemand mit dem Aim des Todes und bumst mich nach unten. Ich sehe das nicht ein. Ich sehe es absolut nicht ein, hier die ganze Zeit behandelt zu werden, wie der Depp. UT vom Dienst. Witzig, oder? Kam mir so ganz spontan. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Habe ich nicht vorher drüber nachgedacht. Einfach ein ganz spontaner Joke, der mir da so kam. Und das reicht jetzt. Jetzt habe ich auch schon offiziell abgeliefert. Ich soll jetzt noch landen. Und dann soll ich den Yachthafen hier nochmal sichern. Ich mache jetzt die Landung. Ich will nicht, dass hier Tulip nochmal kaputt geht. Das sehe ich nicht ein. Und dann helfe ich euch mal. Ich habe Dynamit. Super tolles Dynamit habe ich hier. Und ich nutze es gerne. Ich muss aber auch darauf achten, dass ich keinen Medipack mehr besitze. Das heißt, ich sollte mich nicht zu sehr
ins Getümmel begeben. Sondern zumindest noch minimal auf Distanz arbeiten. War's das? Jetzt war's das. Sprich mit Adelaide. Adelaide. Schätzchen, scheuer mir eine und nenn mich Shirley. Du bist gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Und du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Also ich halte immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Ruf mich an. Jederzeit. Außer bei Sonnenuntergang. Da macht Xander immer Yoga und ich sehe ihm dabei zu. Man hat nicht gelebt, wenn man diesen Arsch nicht beim umgekehrten Hund gesehen hat. Wie auch immer, danke, Schätzchen. Ich schulde dir was. Ich will auch immer beim Yoga zuschauen. Meinetwegen kann ich auch mitmachen. Wir haben's. Adelaide Drupman. Die ist wirklich eine Marke. Eine verdammt gute Schützin und hat immer ihren Heli dabei. Wirklich eine Bereicherung für die Gruppe Deputy. Wir haben's. Jetzt ist der Moment da. Willkommen im Bliss. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie dieses Kapitel von Far Cry 5 seinen Abschluss finden wird. Ich verstehe das nicht. Hast du gedacht, du kannst einfach weitermachen, was du willst, ohne Konsequenzen? Ich war vernünftig, ich war gerecht. Aber du bist so selbstsüchtig. Du hast jemanden zum Gehen gezwungen, der überhaupt nicht gehen wollte. Nur damit du was sein konntest. Ein Held. Weißt du, was Hybris ist? Arroganz vor den Göttern. Die Griechen glaubten, es wäre gefährlicher Hochmut, der die Göttin Nemesis dazu brachte, die gerechte Strafe zu erteilen. Genau die richtige Karte. Wenn ich gewinne, musst du einen Button tragen. Was sagst du? Straight Flush. Wenn Gewalt die einzige Sprache ist, die du verstehen willst, dann spreche ich diese Sprache. Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt... Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Was machst du denn? Es tut mir leid, dass ich das tun muss. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Aber du hast dich entschieden. Er hat die Türen geöffnet! Oh shit! Sie sind drin! Ich sagte doch, ich will nicht gehen. Also, eine krassere Konsequenz hätte man wohl kaum hier zum Auftakt dieses Finales mit Faith bringen können. Wir werden Nein! Haltet sie auf! Haben wir uns da falsch entschieden, den Marshall rauszuholen? Hätte man das verhindern können, wenn man es nicht gemacht hätte? Das ist schon die ganze Zeit so eine Frage, die ich mir stelle. Und es spricht immer noch alles dafür, dass Faith einfach das Bliss ist und eine kontrollierende Instanz. Und was ich mich aber gleichzeitig frage, und das muss ich jetzt einfach mal direkt sagen, wieso sind die Leute denn so blöd und geben einem Typen wie dem Marshall, der die ganze Zeit unter dem Einfluss davon stand, eine fucking Waffe? Warum? Warum nehmt ihr dem nicht die Waffe weg? Das ist doch, also sorry, aber das ist doch wirklich bescheuert auf einem Level, dass es schon gar nicht mehr klar geht. Also das geht wirklich, das geht auf keine Kuhhaut.
Das ist wirklich, also, warum hat man das denn gemacht? Wo rennt ihr hin? Aber mal außerhalb. Ich muss dann mich darum kümmern, dass die Scharfschützen mich nicht... Oh, das ist gar nicht mein Scharfschützengewehr hier. Upsala, jetzt muss ich hier mal wechseln. Ich habe keine Munition. Ich muss mich auf meinen kleinen pinken Freund verlassen. Oh Gott, das ist natürlich... Also ich sag mal so, unpraktischer geht's kaum. Gleichzeitig ist der Scharfschütze auch schon auf mir. Ich hätte Muni davor einkaufen sollen. Aber gut, ich dachte auch nicht, dass wir direkt... Das war einfach nur eine Rauchgranate. Ich dachte auch nicht, dass wir wirklich direkt so viel erreichen. Die Rauchgranate war eigentlich gar nicht so schlecht. Weil dadurch der Scharfschütze uns nicht mehr sehen kann. Der pinke Revolver bringt hier aber sogar was. Gibt's hier nicht vielleicht irgendwo Munition? Hier oben vielleicht? Weil jetzt nur mit meinem pinken Revolver einen Klappspaten. Ja, okay. War ich anfangs ein Freund von, aber jetzt für die Situation ist es vielleicht nicht das Optimalste. Mann, ey, da dreht Far Cry echt gut auf. Gleich mal zwei Hauptcharaktere down gegangen.